Zustandsflächen von reinen Stoffen lassen sich im Prinzip mit beliebigen Variablen konstruieren. Besonders anschaulich ist die Druck-Volumen-Temperaturfläche. Schon 1871 modellierte der schottische Ingenieur James Thomson, das ist der ältere Bruder von Lord Kelvin, eine entsprechende Fläche basierend auf Daten für Kohlendioxid. Zwei meiner Studenten haben diese Fläche nachgebaut und auch hier erkennen wir die homogenen Bereiche, die binodale, die heterogenen Bereiche, den kritischen Punkt und die Tripelin.